Get the Mega Manager. It's 10 times faster. Bit by bit, unlimited. It's a hit. It's a hit. MEGA. Upload to me today. Send me a file. Mega upload. Ja, das waren noch Zeiten, als Kim Schmitz alias Kim.com noch im Musikvideo trällerte. Hallo bei Supportnet News. Mega Upload ist ja geschlossen worden. Wie ihr seht, prangt das Siegel auf der Webseite. Und heute hat das Gericht in Neuseeland entschieden, dass Kim Schmitz erst einmal im Gefängnis bleiben muss. Über seinen Antrag auf Entlastung auf Kaution ist noch nicht entschieden worden. Die Affäre rund um Mega Upload hat aber auch weitere Kreise gezogen. Zum Beispiel hat der File-Sharer, File-Hoster FileSonic erstmal seine Dienste ausgeschaltet, wie ihr hier lesen könnt. Auch Mega Video ist übrigens geschlossen worden. Die zweite Seite, für die Kim Schmitz verantwortlich zeichnete, das ist in der Berichterstattung letzte Woche etwas untergegangen. Andere Webseiten, die eigentlich das gleiche Geschäftsmodell verfolgen, wie zum Beispiel Uploaded, sind hingegen immer noch online, und der wohl zweitgrößte solcher Anbieter nach Mega Upload namens RapidShare beruhigt auch seine Fans auf Facebook und sagt, alles in Ordnung, wir machen so weiter. Und wie ihr seht, ist deren Website auch weiterhin online. Was die ganze Affäre rund um Mega Upload für die Zukunft bedeutet und inwiefern davon Cloud-Dienste betroffen sein könnten, werdet ihr auch in Zukunft auf Supportnet verfolgen können. Tschüss!